Hallo Kinder, wir haben uns wieder ein paar neue Übungen für euch überlegt und als Einstimmung singen wir mit euch einmal die Indianer. Auf geht's! Ein in die zwei, in die drei Indianer, vier in die fünf, in die sechs Indianer, sieben in die acht, in die neun Indianer, zehn kleine Indianer. Sie sprangen in die Boote und die Boote kippten über, sie sprangen in die Boote und die Boote kippten über. Sprangen in die Boote und die Boote kippten über. Zehn kleine Indianer. Ein in die zwei, in die drei Indianer. Vier in die fünf, in die sechs Indianer. Sieben in die acht, in die neun Indianer. Zehn kleine Indianer. Sie schwammen an das Ufer und sie suchten ihre Mama. Sie schwammen an das Ufer und sie suchten ihre Mama. Schwammen an das Ufer und sie suchten ihre Mama. Zehn kleine Indianer. Ein in die zwei, in die drei Indianer. Vier in die fünf, in die sechs Indianer. Sieben in die acht, in die neun Indianer. Zehn kleine Indianer. Die Mama rief sie trocken und sie legte sie auf Scharen. Die Mama rief sie trocken und sie legte sie auf Scharen. Die Mama rief sie trocken und sie legte sie auf Scharen. Zehn kleine Indianer, ein in die zwei, in die drei Indianer, vier in die fünf, in die sechs Indianer, sieben in die acht, in die neun Indianer, zehn kleine Indianer. Super, das hat er schon prima mitgemacht. Wir wollen heute mit Tüchern spielen und turnen. Da ist auch egal, wie groß das Tuch jetzt ist. Wir haben jetzt so ganz leicht. Oder ihr geht bei Mama an den Schrank. Wir wollen uns erstmal ein bisschen bewegen mit den Tüchern. Das kennt ihr aus der Halle ja auch. Ne? Herum. Genau. Und schön lang machen den Arm. So, das kann ein anderer Arm bestimmt, oder? Wir tauschen einmal das Tuch, das ist eingedreht. Das ist gar nicht gut. Und andere Hand. Und ist ja egal. Das ist ganz egal, ob ihr es vorwärts oder rückwärts dreht. Wir tauschen jetzt. Einmal andersrum. Sehr gut. So, und noch ein bisschen ab.
ausschütteln, die Arme, die Schultern, alles locker machen. Super. So, jetzt haben wir das ja schon mal so an einem Zipfel, das Tuch. Und dann fassen wir mit der anderen Hand den anderen Zipfel an. Und jetzt versuchen wir. Schaffst du es? Ja. Jetzt, sonst hilft Mama ein bisschen, ne? Jetzt versuchen wir da einmal durchzusteigen und holen das Tuch hinter dem Rücken wieder nach vorne. Eine Wurst machen wir das mal zusammen. Machen, aber damit ihr vorher noch ein bisschen locker werdet, nehmen wir das Tuch auf den Bauch. Vor dem Bauch, ihr merkt die Mitte des Bauches, ihr versucht jetzt zu laufen nochmal, wo dieses Tuch runterfällt. Mit euch rollen. Und zwar legen wir uns hin, nehmen das Tuch zwischen die Füße und halten das ganz fest mit den Füßen, legen uns lang hin, Arme über den Kopf und dann rollen wir wie ein Baumstamm durchs Zimmer oder über den Platz. Einmal verliert man auch das Tuch. So, die es von euch schon besonders gut können, versuchen die Annalena hier die Füße die ganze Zeit in der Luft zu halten und die Arme auch. Nochmal, Tuch zwischen die Füße und auf. Jawohl, sehr gut. Super.
dazu nehmen wir das Tuch und dann geht das hin. Oder zwischen die Knie. Einmal Rückenschaukel machen, wer es alleine kann. Entschuldigung, ich habe nicht aufgepasst. Und dann Rückenschaukel. Hilfe braucht. Und nochmal. Ist doch Hilfe? Ich halte die Hände schon mal hin, aber sie schafft